Wind ist scheißegal, nur die Merkel nicht als Stimmung mitmachen. 2, 3, 4, wer die Wahl gewinnt, ist scheißegal, nur die Merkel nicht, nur die Merkel mitsingen. Wer die Wahl gewinnt, ist scheißegal, nur die Merkel nicht nochmal. Was ist denn los, Herrschaften? Ja, wir müssen doch was tun. Ihr wollt doch die Merkel weghaben, oder? Ja, Halleluja, das ist sensationell. Da bleibt natürlich nur eine Hoffnung, dann bleibt hier meine Partei, die SPD. Also, ihr müsst in den sauren Apfel beißen. Wählt die SPD? Oh, meine Fresse. Warum kommt denn da kein Applaus? Was ist denn da los? Meine Ja, ich muss dazu sagen, ne, ich bin Ingo Appelt, ich bin ja heimlicher Wahlkampfleiter der SPD. Manchen ist es eher unheimlich. Ja, viele fragen sich, Appelt, bist du jetzt völlig bescheuert? Nein, ich bin noch schlimmer, seit 25 Jahren Mitglied der SPD. Ja, da, der Udo freut sich, der weiß, hier in Bayern hast du natürlich gewisse Vorteile dadurch, wenn du in Bayern mit deinem sozialdemokratischen Parteimitgliedsausweis auf dem Behindertenparkplatz steht, da sagt keiner was. Ja, du musst Humor haben, Humor, das ist das Einzige, was überhaupt noch hilft. Wir müssen ja mit Peer Steinbrück in den Wahlkampf ziehen. Das ist, ja, der hat ja einen Humor, der ist so trocken, wie zurzeit Jenny Elbers sagen. Das ist, aber er hat gesagt, ne, Wahlkampf muss Spaß machen. Ja, Spaß machen. Da brauchst du Humor, meine Freunde. Man muss sagen, SPD hat ja Humor. Der Steinmeier ist dort, wird es ja weg. Ne, aber wir haben immer noch die Troika, ne, Sigi und Peer, ne, dick und doof und der Steinbrück, sensationell. Aber wie sollen wir denn mit dem eine Wahl gewinnen? Aber ja, ich sage immer, gute Komiker gehen auf die Bühne, schlechte gehen in die Politik. Das heißt, der Steinbrück braucht so einen Hofnarren, also sowas wie mich. Ich mache quasi den Pocher des Steinbrücks. Das heißt, ja, das hat dem Harald Schmidt damals auch nichts genützt. Der ist auch weg vom Fenster. Der ist jetzt mittlerweile bei Sky, also im Himmel. Aber ist egal. Aber ja, da siehst du mal. Nicht Frauen schlafen sich hoch, Männer pochern sich runter. Aber ist egal. Wir brauchen den Wechsel. Wir müssen die Merkel, das muss doch irgendwie gehen. Das haben sie gesagt, wir haben keine Wechselstimmung in Deutschland. Also wenn ich die Merkel sehe, da habe ich aber sowas von Wechselstimmung. Ja, aber mal Herrschaften, Wechselstimmung. Und sag mal, hier. Schönes Wortspiel. Angela Merkel ist doch in den Wechseljahren, ne? Wechseljahr, die sagt sich, jetzt soll mal die anderen bluten. Und das ist doch auch, wie ich finde, ein wunderschöner Angela Merkel sagt, ne? Jetzt soll mal die anderen bluten. Und das tun sie ja. Wer blutet denn? Vor allem die Männer. Wir haben ja ein regelrechtes Männersterben in der Politik. Ist ja kaum noch einer da. Ja, Angela, die mächtigste Frau der Welt von wegen. Die ist ja nur deswegen so mächtig, weil die Deppen, die gegen sie antreten, alle so scheiße sind. Nee, ja, ist doch so. Diese ganzen Trottel, als Mann hast du ja sowieso keine Chance gegen Angela Merkel. Die ist halt eine Frau. Und gegen eine Frau kannst du einfach, du musst dich ja anständig benehmen. Das war früher anders. Wir erinnern uns früher, der Strauß in Politik. Sie sind vielleicht ein linksradikales, vernageltes Rindvieh, sie Arschloch, sie. Das waren noch Gespräche. Ja, der Brand hat wacker dagegen gesagt, ich kann gar nicht so viel saufen, wie ich kotzen möchte, wenn ich das nur höre. Ja, so kannst du mit einer Frau nicht sprechen. Das ist das Problem. Wenn du eine Frau angreifst, hast du verloren. Wenn du sie nicht angreifst, hast du sowieso verloren. Ne, das ging doch dem Steinmeier so. Warum hat er denn so verloren? Weil er die Merkel nicht angreifen konnte. Haben wir doch gesehen, was war denn kein Kanzlerduell? Das war doch kein Duell. Das war immer so ein Kuschelkurs. Ich habe nur darauf gewartet, dass Kai Pflaume reinkommt. Scheiße. Ne? Ja, so ein Zickenkrieg, so Frau gegen Frau, das wird ja wieder funktionieren. Habe ich auch gesagt, Hannelore Kraft, ne, macht sie nicht. Hat sie recht, aber es wäre schön. Ne? Ein Kanzlerinnen-Duell zwischen Angela Merkel und Hannelore Kraft. Du hast Hängebacken, selber Hängebacken. Da hätten wir wenigstens Spaß dran. Ja, natürlich, das wäre es doch. Ja, da habe ich. Ja, wir müssen. Mit einer Frau antritt. Ohne Frau hast du da keine Chance. Mir wäre ja der Sigi lieber gewesen. Ich habe es ja zu Gabriel gesagt. Du musst als Kanzlerkandidatin der SPD antreten. Hat er gesagt, ich bin doch keine Frau. Sag ich, aber du hast die größten Brüste. Also ran. Jawohl. Ne, aber er will ja auch nicht. Jetzt muss ich den Karren wieder aus dem Dreck ziehen. Aber wie heißt es immer so schön? Es hat gerumst, es hat gerappelt. Die SPD siegt. Dank Ingo Appelt. Und dann nochmal alle. Wer die Wahl gewinnt, ist scheißegal. Nur die Merkel nicht. Nur die Merkel nicht. Wer die Wahl gewinnt, ist scheißegal, nur die Merkel nicht. Aber Appelt sind